Du hast Verspannungen im Nacken. Fühlt sich insgesamt wie aus dem Lot. Manchmal kann es auch sein, dass du Beschwerden im Schulterbereich hast, Schulterschmerzen hast, Ausstrahlungen, Kribbeln, Taubheit bis in die Arme hinein, vielleicht auch gerade morgens. Das können alles Beschwerden sein, die dich begleiten und wo wir in diesem Video eine ganz einfache Lösung für dich haben. Und zwar der kleine Brustmuskel. Der kleine Brustmuskel ist dafür verantwortlich, dass in seiner normalen Funktion eine Verbindung zwischen Schulterblatt und Brustkorb, also gerade der dritten, vierten und fünften Rippe besteht. Der kleine Brustmuskel liegt hier vorne, ungefähr so wie meine Hand liegt, wenn du das sehen kannst. Und ist in erster Linie ein sogenannter Atemhilfsmuskel. Das heißt, bei einer tiefen Atmung hilft er dir, den Brustkorb zu weiten. In unserer heutigen Gesellschaft, wo das Thema Sitzen, gerade am PC, im Büro, einen so großen Stellenwert hat und so viel Zeit in Anspruch nimmt, kehrt sich meistens bei uns der sogenannte Punctum fixum und das Punctum mobile um. Das bedeutet, dass die Rippen oftmals über vielleicht das Stützen und die Haltung an sich das Punctum fixum bilden und das Punctum mobile ist die Schulter. Und die wird über diesen kleinen Brustmuskel, dadurch, dass er hier vorne am sogenannten Rabenschnabelfortsatz des Schulterblattes, ein Knochenvorsprung des Schulterblattes, entspringt. Und dann zur dritten, vierten und fünften Rippe zieht, dann zieht es dir sozusagen über den Tag hinaus die Schulter nach vorne und du fühlst dich wirklich wie aus dem Lot. Manchmal ist es auch so, dass du das Gefühl hast, hier hinten so einen Buckel zu entwickeln, dass wirklich viel Last auf dem Schultergürtel liegt, weil es eigentlich ein fortwährender Zug über die Schultern in deinen Nackenbereich gibt. Das kann Kopfschmerzen verursachen, Nackenschmerzen verursachen, insgesamt aber auch den nervalen Austritt hier aus der Halswirbelsäule so weit hindern, dass es bis in die Arme strahlt. Und wir haben eine ganz einfache Lösung für dich parat, zumindest für diesen kleinen Brustmuskel, wie du ihn entspannen kannst. Und das ist denkbar einfach. Du suchst dir erst einmal dein Schlüsselbein, das ist dieser quere Knochen, der relativ präsent ist, und legst deinen Zeigefinger an diesen Knochen oder auf diesen Knochen. Du kannst schauen, ich modelliere mich immer unter diesen Knochen an. Und dann ist ungefähr auf Höhe des Grundgelenkes bis Mittelgelenkes hier ein wunderbarer Punkt, wo du den kleinen Brustmuskel letztendlich entspannen kannst. Versuch diesen Punkt, du kannst das mit deinen Fingern machen, so wie ich jetzt gerade, versuch diesen Punkt zu finden. Meistens ist es ein unangenehmes Druckgefühl, wenn du wirklich mit etwas mehr Druck drauf gehst. Und dieser kleine Brustmuskel, der liebt es, entspannt zu sein und hilft dir letztendlich auch die Schulter, wir nennen das, zu repositionieren, dass sozusagen dieser Muskel nicht zu viel Kraft entwickelt, die Schulter nach vorne holt, sondern über die Entspannung des Muskels erreichst du wieder einen aufrechten Schultergürtel, erreichst du eine Entspannung, eine Verlängerung im Nacken und damit erstens eine viel bessere Haltung und zweitens natürlich auch insgesamt, was den Schulter-, Nacken- und Armbereich betrifft, eine viel freiere Beweglichkeit. Du wirst die Arme freier bewegen können, gerade nach hinten und nach oben wirst du das merken, aber auch gleichzeitig auch viel freier und offener deinen Brustkorb bewegen können, was sehr viele weitere positive Aspekte mit sich bringt. Wie gesagt, modellier dich hier ein Schlüsselbein an, dann versuch zwischen dem Grundgelenk und dem Mittelgelenk des kleinen Fingers dann diesen Punkt zu finden, wo es unangenehm ist und diesen hältst du dann über wirklich längere Zeit. Das heißt, es kann 1-2 Minuten dauern, wo du diesen Punkt letztendlich hältst und drückst und versuchst dementsprechend zu beurteilen, ach Mensch, erstmal ist es ein starkes Druckgefühl, das wird mit der Zeit immer schwächer, sodass du dann nur noch den Druck deines Fingers merkst. Und das ist der Punkt, wo du letztendlich die Technik beenden kannst. Dann kannst du nochmal eine Dehnung für die Schulter nach empfinden. Da haben wir ein spezielles Video für den Schulterbereich und die Entspannung und Dehnung der Schultermuskulatur für dich erstellt. Das kannst du hier oben anklicken in der Infokarte, dann kommst du da zu den Übungen, wo du dich einfach in den Türrahmen hängen kannst oder nochmal eine spezifische Dehnung für den kleinen Brustmuskel eben nacharbeiten kannst. Und dann gilt es darum, die gewonnene Beweglichkeit zu stabilisieren. Das kannst du auch ganz einfach über ein wirklich sehr, sehr wertvolles Video, wo du letztendlich einen Gegenhalt lieferst. Und das eine ist, diesen Brustmuskel zu entspannen. Das andere ist, über deine obere Rückenmuskulatur, die im Alltag, wie gerade angesprochen, durch das Einfallen, durch das Vornearbeiten am Computer oder am Schreibtisch,
eher verkümmert hinten im Rücken. Über diese Arbeit für deine Schultergürtelmuskulatur im Sinne deiner Haltungsverbesserung wirst du noch einiges herausholen können. Da klick einfach hier oben auch rechts in die Infokarte und du bekommst 3 ganz einfache, sehr effektive Übungen für deinen Schultergürtel mit dem Theraband gezeigt von uns. Ja, wir hoffen, dir hat das Video gefallen und versuche wirklich diese punktuelle Entspannung dieses kleinen Brustmuskels jeden Tag über 3, 4, vielleicht sogar 5 Minuten zu machen, je nachdem, wann letztendlich der Schmerz aufhört und nur noch der Druck deines Fingers zu spüren ist. Und du wirst merken, wenn du das 2 Wochen am Stück machst, dass du insgesamt eine offenere Haltung hast, dass du dich freier bewegen kannst und wahrscheinlich sogar auch Schulter-Nackenbeschwerden sich deutlich geringer zeigen. Wir freuen uns über deine Erfahrung. Schreib die hier unten einfach in die Kommentare. Wir packen dir zusätzlich noch wertvolle Links hinein und dann sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Video.